Ein wenig bieder kommt unsere Mannschaft momentan daher. 6 Tore in den letzten 5 Spielen. Das ist nicht das Offensivfeuerwerk, das wir von Bayer 04 Leverkusen gewohnt sind und ihr gewohnt seid in der echten Realität und in der Bundesliga-Saison diesen Jahres. Es steht an, das Spiel gegen die Freiburger. Die sind Tabellenletzter, 4. Dezember 2024 in unserem Safe-Game. Und es wird sich zeigen, ob wir da so ein bisschen wieder unsere Offensivstärke zurückfinden. Ihr seid bei Bayer 04 Leverkusen, Let's Blinter und diesem wunderschönen Let's Play. Schön, dass ihr einschaltet. Herzlich willkommen. Lasst uns einsteigen. Ohne große Umschweife gucken wir auf den Kalender, der da lautet: Englische Woche, 13. Spieltag zu Hause gegen Freiburg. Dann auswärts in Stuttgart. Das sind die Baden-Württemberg-Wochen hier in der Liga, bevor es im Heimspiel gegen Celtic Glasgow darum geht, in der Champions League weiterzukommen, und dann auswärts bei den Kölnern. Das sind 2 Auswärtsspiele, die wir auch gewinnen sollten, und wir gucken einfach nochmal auf die Tabelle, in der wir haben abreißen lassen müssen. Im, ja, man muss fast sagen, Topspiel gegen Hertha haben wir den Kürzeren gezogen, sonst wären wir bei 26 Punkten. Frankfurt hatte verloren, Bayern unentschieden gespielt. Es gab beste Chancen, oben reinzukommen in die Top 3, und das haben wir einfach versemmelt, müssen es jetzt wieder ausbaden. Während Bayern gegen die Hamburger spielt, spielt Frankfurt gegen Leipzig. Das heißt, wir müssen wach sein, wir müssen die 3 Punkte gegen Freiburg unbedingt einfahren. Und insofern lasst uns ohne Umschweife in dieses Spiel gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Doch weil es der Tabellenletzte ist, die Freiburger hier auf Rang 18, ihr seht das nochmal hier oben links, während ich runterscrolle, gehen wir mit einer B11 rein. Wir müssen hier einiges schon, insbesondere Isak, der ganz außen vor bleibt hier und heute. Schick wird, solange er uns noch erhalten ist, ihr wisst ja, er wechselt zum 1.1. für 38,5 Millionen nach Hoffenheim. Wird er uns noch die Tore schießen müssen? Ist auch bei guter Moral, das passt also, ich hoffe da drauf. Slimani bekommt seine Chance, Marzen, das bedeutet, dass Grimaldo und Frimpong hier auf die Bank rotieren. Olmo geht raus, der ist zwar gut in Form, aber Brandt wird für ihn kommen, deswegen übernimmt Thielemans die Spielmacherfunktion, und Bergwijn und Diaby auf den Außen sorgen dafür, dass wir einigermaßen frisch in dieses Spiel reingehen. Ich erhoffe mir viel. Olmo ist sicherlich ein Faktor für die zweite Halbzeit. Ansonsten viel auf der Bank bzw. auf der Tribüne. Tapsoba muss hier auch ein bisschen wieder bei Kräften kommen. Ich würde Šeško noch gerne mitnehmen, ist aber kein Platz hier bei der 7er Bank, und insofern rein in die Partie. Čake spielt natürlich, sollte ein bisschen Form hinzugewinnen. Mal gucken, ob wir Slimani hier noch ein bisschen motiviert bekommen. Sicherlich mit gutem Training. Ja, 3 Punkte hier entsprechend nach oben und dann rein in die Partie, von der ich mir wirklich erhoffe, dass wir mal wieder ein paar Tore schießen. Ist das auch die Ansage, die wir hier jetzt einfach mal mutig wählen? Die schießen wir aus dem Stadion, oder sind wir vorsichtig defensiv und sagen, wir werden das nicht verlieren? Nein, wir wollen... Oh, Moment, mit mindestens 4 Toren. Ja, ich glaube, das sehe ich hier momentan nicht. Vor allen Dingen nicht mit der B11. Ein Sieg ist Pflicht. Das ist eigentlich die Grundmarschroute. 5. gegen 18. 13. Spieltag Bayer Leverkusen gegen Freiburg. Es geht rein in die Partie. Die erste Ecke kommt von Marzen. Schick und Schlotterbeck steigen zum Kopfball. Kevin Schlotterbeck wohlgemerkt. Er kann sich durchsetzen und Flecken muss nicht eingreifen. Aber wir sind schon mal wach. Foul an Thielemans. Für Ontujans gibt es hier Frühgelb. Wir gucken gerade mal auf die Freiburger, wie die agieren. Mit dem linken. Was ist denn das für ein Mittelfeld? 5 Leute im Mittelfeld. Das ist interessant. Ecke von Schorloy kommt rein. Schwieriger Kopfball für Eggestein. Chucky geht auf Nummer sicher. Und da gucke ich mir doch glatt doch nochmal den Gegner an. Die spielen hier mit einem 3-5-2, so wie das aussieht. Oh, ganz interessant hier mit einem Defensiven mit Merlin Röhl. Eggestein zentral. Ontujans Schwachpunkt hier. Aber wir sollten ja über die Außen auf jeden Fall kommen, aber eher fast schon über rechts. Das ist vielleicht so ein bisschen der Fokus. Kieré hier im offensiven Mittelfeld, meiste Tore vorbereitet, Schorloy die meisten gelben Karten, meisten Tore macht Andreas Weimann vorne drin, Jong allerdings stärker im Sturm, aber schon eine interessante Aufstellung der Freiburger, die hier sicherlich experimentieren und nichts zu verlieren haben letzten Endes gegen uns. 8 Minuten sind gespielt. Schlechte Sicht, es ist neblig hier im Dezember, aber wir haben den Durchblick über Ginter, der zu klären versucht, auf Kosten der Ecke, die nun von Marzen reingebracht wird. Timber legt per Kopf auf Schick ab und der hat keine Mühe. Jawohl, macht das 1:0. Er soll die Tore schießen, er macht die Tore. 1:0, früher und guter Start von uns hier. Wir waren überlegen und gehen dann doch berechtigt in Führung. Bergwijn bringt die Flanke von rechts in die Mitte, kurz drauf. Timber verlängert per Kopf, Schick per Flugkopfball aus 10 Metern weit vorbei. Brandt mit einem genialen Pass auf Bergwijn. Wow, und Verkuy grätscht aufopferungsvoll dazwischen.
allerletzter Einsatz. Wir stehen kurz vor dem 2:0, müssen hier eigentlich schon höher führen. Gucken auf die Statistik und zählen 5:1 Chancen. Dann veräppt das Spiel leider komplett. Kurz vor der Pause nochmal Marzen. Schon die dritte Ecke. Bisschen kurz. Ginter klärt. Ja, leider Gottes auch nachhaltig. Gelb für Röhl. Faultier Brandt. Von dem ein bisschen wenig kommt. Wobei, macht ein gutes Spiel. 2,5. Da sind unsere Außen Bergwijn und Diaby schon schwächer. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ist fast schon die Überlegung, ob wir nicht Torres und Hudson-Odoi dann zu gegebener Zeit bringen, wenn sich hier nichts tut. Tja, weiter so. Und dann motivieren wir eben jene Außenbahnspieler mal. Sehen einen guten Slimani, das freut mich persönlich. Adarabioyo in der Innenverteidigung, auch okay. Xhaka macht das gut, aber Schick mit dem Tor sollte natürlich auch gelobt werden. Rein in Halbzeit 2, es gibt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Wir spielen erstmal so weiter, sollten aber auf das zweite Tor gehen. Gelb für Slimani. Tendenz, Frimpong kommt jetzt hier nach einer Stunde Spiel ebbt schon wieder ein gutes Stück weit. Ärgerlich. Frimpong kommt für einen guten Slimani nach einer knappen Stunde, wie gesagt. Diaby und Bergwijn, da passiert nichts. Denen gebe ich nochmal 5, 6, 7 Minuten. Brandt macht's ganz ordentlich. Eggestein gelb. Leimer wurde gefault. Gefährliche Freistoßentfernung. Die Marzen regelt. Er läuft an. Hämmert den Freistoß in die Mauer. Abpraller, 27 Metern an die Latte. Boah. Foulspiel und abgepfiffen. Stunde rum. Wir müssen das zweite machen. Thielemann sucht Schick. Schick trifft den Ball nicht richtig. Hat den Ball dann doch. Kann stoppen. Oh, scheitert aber mit dem Flachschuss an Marc Flecken, der die Glanzparade rausholt. Wenn sich das nicht rächt hier. Wir dominieren Freiburg, aber machen nicht die Tore. Es ist genau das Problem der letzten Spiele, was ich eingangs gesagt habe. Wieder im Offensivspiel. Breisgauer bekommt den Ball nicht weg. Leimer auf Schick, der auf Flecken zuläuft. Röhl will das Zuspiel abgrätschen. Schick vor die Füße. Schuss geht vorbei. Oh, das ist ärgerlich. Das ist zu wenig. Scholloi mit einem Freistoß von links. Es gibt Abstoß. Ja, ruhig bleiben, letzten Endes. Nächste Chance. Marzen. Immer wieder Marzen mit seinen Standards. 20 Meter Thielemanns vorm Tor. Zieht ab. Schuss geht drüber. Ja, und schwach bleibt Bergwijn. Das heißt, Torres kommt jetzt hier tatsächlich für ihn. Timber, wir bringen Kusunu. Haben die Möglichkeiten und nutzen sie hier tatsächlich auch. Das muss die Mannschaft auch so wuppen. 67 Minuten gespielt. Wir können noch Grimaldo, Olmo und oder Hudson-Odoi bringen. Nächste Chance, 70. Hochkaräter. Thielemanns nutzt den Stockfehler von Fekui. Steht frei vor Flecken. Will auf den wartenden Diaby zurücklegen. Merlin Röhl rettet zur Ecke. Das ist nicht zwingend genug. Kusunu verlängert am kurzen Pfosten die Ecke. Thielemanns unbedrängt. Und da ist der Ball im Tor. Im Tor der Breisgauer und dann doch das 2:0. Zweites Tor von Thielemanns. Und was für eine Erlösung letzten Endes, die mich gar nicht so sehr vom Hocker reißt. Es war dringend notwendig und überflüssig. Torres über rechts, scharfe Flanke zu Diaby. Ah, abseits, hier steht zum 2:0 ins Tor. Es wäre das 3:0 gewesen. Leichter Tickerfehler. Freiburg mit Scholloi. Scharfe Flanke, Kusunu rutscht der Ball über den Spann, Bogenlampe, Latte. Boah, fast den eigenen Torwart bezwungen und da müssen wir nochmal wach sein. 75 Minuten gespielt. Jetzt die Freiburger über Scholloi mit der Ecke. Ganz einfach gespielt. Weimann verlängert, Röhl unbedrängt neben dem Tor. Puh, durchatmen. 10 Minuten sind es noch, Keitel für Röhl im defensiven Mittelfeld. Ritsu Doan kommt nochmal für Kieré. Das ist durchaus gefährlich. Der kann einiges am Ball. Aber es sieht gut aus und wir sollten auch nochmal wechseln. Leimer, wir bringen Olmo für ihn und ziehen Brandt in die Zentrale. Da kann er allerdings so gar nicht spielen. Ziehen Thielemanns eher zurück und Olmo und Brandt nebeneinander. Das muss ich nochmal mit den Laufwegen hier für die Schlussphase einstellen. Und dann können wir in die letzten 5 Minuten hineingehen. Die wir jetzt aber auch dominant regeln sollten. Wir sind so haushoch überlegen eigentlich. Mannschaftsstärke technisch. Nur 2:0 ist tatsächlich zu wenig. Wechsel sind durch. Einen haben wir noch. Und den werde ich natürlich auch noch nutzen. Hudson-Odoi für Diaby. Eine Minute gibt es oben drauf. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen 2:0. Zumindest zu 0. Zwei Tore sind trotzdem fast ein bisschen wenig. Thielemanns und Schick retten uns erstmal. Wir gucken auf die Tabelle und sehen, dass die
Boah, die Bayern spielen das zweite Mal in Folge unentschieden und das gegen den HSV. Müller brachte die Bayern in Front und dann ist es in der 86. Dompe, Jean-Luc Dompe, der hier den Ausgleich für die Rothosen markiert. Boah, die holen sich einen wichtigen Punkt da unten. Schauen auf das Topspiel, das da lautete Frankfurt gegen Leipzig. Leipziger gewinnt 2:0 in Frankfurt durch Schlager und Schoboschlei. Was bedeutet, dass es hier oben einfach wahnsinnig beieinander rückt? Die Frankfurter der große Verlierer dieses Spieltages. Dritte Niederlage in Folge. Läuft für die Frankfurter einfach gar nicht momentan. Wir holen immerhin 9 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Das sieht dann doch einigermaßen versöhnlich aus. Und doch wären wir Tabellenführer, hätten wir gegen Hertha gewonnen. Das ist eigentlich das Bitterste an der ganzen Geschichte. Stehen vorm Spiel gegen den VfB Stuttgart. Die sind auf Rang 11 mit dem zweiten Unentschieden in Folge. Gucken dann natürlich auf diese enge Situation und die anderen Paarungen hier. Die Bayern gegen Augsburg. Der Augsburger hier auch im Mittelfeld unterwegs. Dortmund gegen Wolfsburg. Leipzig gegen Mainz. Und Hertha gegen Frankfurt ist auch hier das Topspiel. Dritter gegen Fünfter. Da nehmen die sich auch gegenseitig die Punkte weg. Wir müssen voll auf dem Gaspedal bleiben, wenn wir hier oben mitwischen wollen. Es ist nichts verloren und doch 3 Niederlagen in 13 Spielen. Das ist echt viel. Und ihr seht es, nur 22 Tore. Wir haben den schwächsten Sturm da oben innerhalb der ersten 7 Mannschaften. Das hätte ich mit der Truppe und der Offensivkraft nicht erwartet. Und ich möchte euch an der Stelle übrigens mal zeigen, wie hoch das Vorstandsvertrauen hier momentan ist. Es sieht ziemlich erschüttert aus. Ich bin nach der Niederlage gegen Hertha tatsächlich ins Büro gerufen worden. Und ihr seht's, wir sind hier irgendwo im unteren Drittel. Das sieht absolut schlecht aus. Wir müssen hier mit Siegen überzeugen. Und die lauten natürlich Stuttgart, Glasgow, Köln. Da lässt hier auch niemand Zweifel dran aufkommen, dass wir weiterhin gewinnen müssen. Das Spannende ist, dass Bergwijn mannschaftsinterne ausgeplaudert hat. Und insofern werden wir hier die Strafe auswählen. Rooney wird ausgeliehen. Den möchte ich ein bisschen noch pushen. Ist hier echt stark mit 19 Jahren. Hat aber noch einen niedrigen Marktwert und kann sich möglicherweise in Stuttgart ab dem ersten halbes Jahr beweisen. Auf rechts außen. Mannschaft der Woche Adara Biojo und Thielemans. Wir gehen in die Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel. Die Stuttgarter übrigens, ja, die tatsächlich Rooney ausleihen werden. Und wir müssen nicht darüber reden, dass wir Favorit sind in Stuttgart. Es ist aber ein Auswärtsspiel und damit ein gutes Stück komplizierter als noch unter der Woche gegen die Freiburger. Schauen aufs Topspiel Hertha gegen Frankfurt und schauen dann auf unsere Elf, in der wir sehen, dass Thielemans mal überragend moraltechnisch unterwegs ist und sich zu einem richtigen Brett im Mittelfeld entwickelt. Leimer hat da momentan sogar ein Stück weit das Nachsehen. Wir werden vieles wieder reinrotieren, das mache ich erstmal und dann erzähle ich euch, wie wir die Partie angehen wollen. Nämlich weiterhin und logischerweise durchaus offensiv. Isak rotiert wieder in die erste Elf, hat uns hier mit 2 Toren in den letzten Partien, wir können das hier nochmal aufrufen im Ergebnis-Tab, im Kalender und bei den Ergebnissen, hat uns hier oftmals gerettet beim 1-0 gegen Bremen, beim 1-0 gegen Ajax. Ich erhoffe mir von ihm die nächsten wichtigen Tore. Er trifft hier durchaus regelmäßig. Mainz, Wolfsburg, Leipzig, da sind immer mal wieder die Dinger dabei gewesen. Gehen zurück in die Mannschaftsaufstellung, sehen, dass Torres rein rotiert, ganz rein. Rausrotiert, natürlich nach diesen Internas. Bergwijn, der die Denkpause bekommt, zwingend in meinen Augen, das geht nicht, das muss er auch spüren, suspendiert habe ich ihn nicht. Schick kommt auf die Bank, wir werden Brandt wieder rausnehmen und mit Olmo spielen. Die Außenverteidiger sind zurück, insofern erhoffe ich mir da ordentlichen Druck. Und während Torres und Diaby vorne sind, habt ihr das Mittelfeld natürlich klar um Leimer und Thielemans. Ihr kennt das, wir gehen rein in die Partie gegen Stuttgart, von denen wir gerade mal schauen, zu erwarten haben ein 4-2-3-1 mit Yazici, Katompa und Führig auf rechts, interessanterweise. Für mich gefühlt ein Linker. Vorne drin mit Balikwischer. Wo kommt er denn her? Das möchte ich mir gerade mal angucken. Oh, von Antwerpen. Interessant. Für 11,5 Millionen. Hat schon das ein oder andere Tor gemacht. 23 Jahre jung. Und doch sind wir natürlich favorisiert. Ja, und ich will natürlich den Sieg sehen und deswegen auch die klare Ansage an die Mannschaft. Wir gewinnen das zu 100%. Wir wollen hier die 3 Punkte mitnehmen, um oben uns irgendwie festzusetzen und von den ganzen Partien dieser nah beisammenliegenden Mannschaften zu profitieren. Ich wünsche euch viel Spaß, Schiris Markus Pflaum. Das E ist stumm. Und dann rein in die Partie. Yazici sofort mit dem Sprint, Oberschenkel, kritische Stelle. Boah, der kann nach einer Minute nicht mehr weiterspielen. Das ist eine Schwächung. Gucken, wer hier kommen dürfte.
Ah, mal gucken, es dürfte auf Eklow oder so hinauslaufen. Das ist definitiv ein Problem für die. Die haben hier einen 77er, den die austauschen mit ja, Eklow, der dann kommt. Schwächung für die Stuttgarter von Minute 1 an. Da hat sich jemand nicht ordentlich warm gemacht. Oh, und Isaac folgt ihm nach 8 Minuten. Wadenverletzung. Gut, dass wir Schick dabei haben. So viel zum Thema Schwächung, die haben wir nun auch inne. Zwei Verletzungen in 10 Minuten, dann die erste Chance. Schicks im 16er gegen Zagadou durchgesetzt. Torres, kleinen Tick zu spät. Müller nimmt den Ball auf. Wir brauchen jetzt hier Konzentration nach so einem Start und komischen Verletzungspausen vermutlich. Stuttgarter drücken, ein bisschen Steilpass auf Diaby. Schwaben klären zur Ecke. Die kommt rein von, nee, Torres die Flanke. Olmo köpft den Ball über Müller. Oh, und Zagadou schlägt den Ball von der Linie. Fast das 1:0. 20 Minuten schon rum. Das geht hier relativ zügig. Balik Wischer aus 18 Metern aufs lange Eck. Chucky im Nachfassen. Schuss von Anton. Unser Keeper ist da. Halbe Stunde gespielt. Oh, wir haben nicht viel von der Partie. Das gefällt mir nicht. Belic mit einem Flachschuss aus 26 Metern. Chucky hat den sicher. Biederes Spiel von uns. Es geht nach einer gelben Karte für Waldemar Anton. Enttäuschend in die Kabine, so scheint es. Eine Minute gibt es obendrauf. Boah, es ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Wir sehen eine glatte 5 von Diaby. Hudson-Odoi wird kommen. Das ist eigentlich, und nicht nur eigentlich in Anführungszeichen, das ist katastrophal. Gegen Stuttgart so wenige Möglichkeiten zu erspielen. Konzentriert und geduldig. Arabiojo mit einer glatten 1 hingegen. Tja, für Diaby habe ich keine Worte übrig. Leimer, da muss mehr kommen. Thielemanns ebenfalls. Ich hätte gern mehr von Torres und Olmo motivieren wir auch nochmal. Aber die 5 hat hier Folgen. Diaby geht raus, Hudson-Odoi kommt rein. Frage ist, was ändern wir? Ich bin über die Flügel am Spielen. Wir packen mal etwas mehr Risiko in unser Passspiel. Rücken etwas vor und ich möchte noch ein bisschen mehr Druck sehen auf die Stuttgarter. Die natürlich nicht mit Selbstbewusstsein hier irgendwie glänzen. Gehen eher auf die Grundlinie jetzt einfach auch mal. Rein in Halbzeit 2. Es muss besser werden. Und es wird es erstmal nicht. Viertelstunde lang gar nichts los. Stadion ausverkauft, das ist noch das Beste. Dann die Chance. Scharfe Reingabe von Hudson-Odoi. Müller aus der Gefahrenzone raus. Stenzel für Endo. Der in Liverpool übrigens eine ganz gute Saison mittlerweile hier spielt. Chucky kommt raus. Ecke von Sosa. Er begräbt sie unter sich. Leimer legt schön auf Hudson-Odoi. Der verzieht, das ist zu wenig. Tja, was kann man hier beraten? Das geht alles so nicht. Ich bin schon unzufrieden, das sollen die Jungs spüren. Lapsus von Belic. Hudson-Odoi ins Spiel gebracht, aus 16 Metern knapp vorbei. Ein Unentschieden wäre definitiv zu wenig. Auch auswärts. 10 Applaus für Hudson-Odoi, der das ganz gut macht, aber natürlich brotlose Kunst mit der Hacke hier. Marzen für Grimaldo. Nee, Slimani für Frimpong. Der hier echt ein bisschen die Körner lässt. Das ist so wenig in Teilen. Das ist so wenig, dass es wehtut zuzuschauen. Viertelstunde noch. Nächste Ecke, Grimaldo bringt sie rein. Kein ernsthaftes Problem für Müller. Hat den Ball. Wechsel hier vollzogen. Viertelstunde ist. Mavropanos für Anton, der gelb vorbelastet war. Torres legt am Strafraum für Leimer auf. Der zieht ab. Müller ist im unteren Eck und hat das Ding im Nachfassen. Glanzparade hier vom Stuttgarter Keeper. Es bleibt beim 0:0. Und jetzt wird es langsam echt zeitkritisch. Wir sind überlegen. Leimer spaziert durch die Stuttgarter Hälfte. Niemand greift ein. Schließlich aus 20 Metern der Schuss. Oh, Ecke. Abgefälscht von Belic. Fast das Eigentor hier. Grimaldo ticken kurz. Kein Problem für Wagnermann. Kann den Ball klären. Tja, weiter so. Eigentlich jetzt eine gute Phase von uns. Und dann die Stuttgarter. Eklow kann sich nicht gegen Hamzaoui Slimani durchsetzen. Sosa bekommt den Ball. Der kann gut flanken. Silas gegen Chakir. Nachschuss von Pfeiffer. Boah. Glanzparade. Hält uns irgendwie den Punkt gerade fest. Glück für uns. Chucky rettet die Werkself. Haben sich beide Mannschaften mit dem 0-0 angefreundet. Fragt auch der Ticker. Tapsoba nochmal für... Tja, Arabiojo spielt überragend. Wir bringen ihn für Timber. Und Brandt nochmal für Olmo. Ja, und dann aber Thielemanns als Spielmacher. Es sind noch 7 Minuten plus X. Wechsel haben wir jetzt alle durch. Girassi kommt nochmal. Das ist Drohung genug. Doppelwechsel bei uns. 5 Minuten.
Da ist noch eine Chance. Freistoßflanke von Grimaldo missglückt. Wird gefährlich deshalb. Oh, Querlatte. Boah. Glück für die Stuttgarter, aber das wäre auch ein Ding gewesen, das wir ungern genommen hätten. Werfen wir alles nach vorne? Brauchen wir den Punkt? Na, wir brauchen den schon, ne? Voller Angriff. Und dann die Stuttgarter. Schuss von Belic. Chake lässt ihn abprallen, führig. Muss den Fuß hinhalten. Zu unplatziert. Boah, Gott sei Dank. Und dann, guter Angriff von uns. Schick, viel zu unkonzentriert. Leider geht der Schuss daneben. Eine Minute obendrauf. Passiert hier noch irgendetwas Glückliches? Nein. 0-0 in Stuttgart. 0-0 in Stuttgart, während die Bayern und Hertha... Boah, Hertha, das ist ja unfassbar. 5 Siege in Folge. Gewinnt zu Hause gegen die Eintracht im Topspiel 2-1. Kein Wunder, dass wir gegen die verloren haben. Unentschieden und damit wieder auswärts Punkte gelassen. Leipzig spielt Remis und zwar zu Hause gegen Mainz 0-0. Bremen gewinnt gegen den HSV 4-2. Dortmund 4-1 in Wolfsburg, relativ deutlich. Torschützen an der Stelle. Özcan, Adeyemi, Süle und wieder Adeyemi. Und dann sind es 4 Punkte nach oben. Wieder 2, die fehlen. 29 und wir wären, ja, einen Platz weiter oben gewesen, aber halt punktetechnisch viel, viel besser drin. Es folgen, und das müssen wir uns mal gerade hier anschauen, Spiele gegen Köln, Düsseldorf und Gladbach. Gladbach, wo steht Köln? Auf 11, Düsseldorf auf 17. Eigentlich 9 Punkte. Aber die Frage ist, was macht unser Vorstand draus? Dieses Unentschieden ist zu wenig und wir werden sehen, was passiert, wenn was passiert, weil wir spielen in dieser Folge noch das Spiel in der Champions League gegen Glasgow. Boah, und es passiert tatsächlich was. Es gibt nicht mehr viel Spielraum. Der enttäuschende Saisonverlauf, wenn er anhält, werden wir schon bald nicht mehr Trainer des Vereins sein. Vorstandsstatus normal, ich weiß gar nicht, wie das so abrauschen kann, aber ihr seht es ja selbst, ne? Also, wenn wir hier irgendwo bei 10 wären, wäre ja alles gut und wir sind Fünfter, 4 Punkte auf die Tabellenspitze. Ich meine, ich rede mir das selbstmalig, aber der Vorstand ist definitiv meiner Meinung und das ist kein gutes Zeichen. Das ist wirklich kein gutes Zeichen. Isak übrigens 12 Tage mit der Wadenverletzung raus, das ist nicht allzu kurz und ärgert mich vor allen Dingen, weil wir ja 2 Spiele hier die Woche haben. Der kommt wieder am, oh, gerade mal gucken, steht hier nicht geschrieben, 9 Tage weitergerechnet ist der 19. Wir gucken auf unseren Kalender und sehen, dass er zumindest gegen Düsseldorf dann wieder mit von der Partie sein kann, aber fehlt hier tatsächlich und dann hätte ich ihn natürlich auch gegen Freiburg spielen, ah, ihr wisst schon, also das ganze Prozedere. Wir konzentrieren uns aber auf die Champions League, in der wir, ihr kennt das, haushoher Favorit sind, wenn es um die pure Mannschaftsstärke geht. Es ist letzten Endes do or die. Ein Sieg und wir sind durch. Unentschieden. Boah, wir hatten, ich muss mich kurz wieder reindenken. Unentschieden würde dafür sorgen, dass wir 9 haben. Gewinnt Amsterdam dann entsprechend bei Chelsea London. Müssen wir mal gerade schauen. Ajax 1-0 geschlagen. Und 4, ne, okay. Dann reicht uns ein Punkt. Ein Punkt zu Hause gegen Celtic Glasgow. Das muss drin sein. Bedeutet, Isak geht raus, Schick geht rein, er macht nochmal ein Spiel, Šeško auf die Bank. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon wieder so die Thematik, wen schonen wir und wenn ja, warum? Tapsoba für Timber. Boah, Adarabioyo in einer überragenden Form momentan. Diaby eben gar nicht. Das bedeutet, Hudson-Odoi wird für ihn spielen. Und Diaby geht dann auch raus und es bekommt Bergwijn wieder seine Chance. Ein bisschen bitter momentan, dass Neves so komplett außen vor ist. Bin am Überlegen, ihn hier tatsächlich auch mal zu bringen. Ja, ich nehme Brand zumindest mal raus und Neves mit. Das ist so ein bisschen die Marschroute, die ich gern gehen würde. Frimpong auf rechts, da können wir nochmal Slimani ranlassen, der mit der Moral auch noch ein bisschen hinterherhinkt. Dem geben wir einfach die Chance hier auf rechts. Alles ist in meinen Augen eingestellt. Wir gehen rein in diese Partie. Und es ist ganz einfach. Wir brauchen einen Punkt und für unseren Job am besten 3. Und natürlich merke ich als Trainer, dass hier Druck auf dem Kessel ist. Ich nehme die Mannschaft mit und hoffe, dass sie Gras frisst. Sie muss sich reinwerfen. Wir brauchen den einen Punkt gegen Celtic Glasgow. Champions League Hymne, das ganze Prozedere. Wir wollen rein in die Partie und schauen auf den Gegner. Boah, der mit Lille Abada jemanden bringt, der exakt gar nicht frisch ist. Was ist denn mit Celtic los? Bester Mann hier wahrscheinlich noch Fuuhashi vorne drin. Aber das sieht aus, als wären wir allein frische technisch überlegen.
Wenn wir da ordentlich Pressing draufsetzen, wenn wir hier direkt mal erhöhen zu Beginn, dann müsste das eigentlich schon für genügend Druck sorgen, um Celtic hier komplett in die Bredouille zu bringen. Schick hat sich davon gestohlen. Nach 5 Minuten Steilvorlage von Tielemans, spielt clever in den Rücken auf Hudson-Odoi. Der will aus 12 Metern einschieben, verzieht aber. Weiter so. Guter Start von uns, trotz alledem. Glasgow mit 3 Spitzen gut ausgerichtet. Grimaldo schießt Aurier an, holt die Ecke raus. Vom Tor weg dann. Leimer hat das Ding vor den Füßen. Schuss geht rechts am Tor vorbei. Leider noch nicht das 1:0. Haksabanovic flankt von links zu Abada. Zieht ab. Am linken Pfosten vorbei. 20 Minuten gespielt. Celtic traut sich über Carter Vickers. Chucky reißt die Hände hoch. Oh, wir müssen aufpassen. Haksabanovic mit einem Schuss außerhalb des Strafraums nach einer Ecke. Aber alles okay. Klärungsversuch. Starfeld schießt 2-mal einen Mitspieler an. Conor Hazard nimmt das Leder auf. Und dann die Ecke von Turnbull. Adrabiojo ist da, ja, der ist so gut in Form, dass er hier klärt. Halbe Stunde gespielt, guter Angriff von uns. Tielemans viel zu unkonzentriert, das gibt es nicht. Hudson-Odoi mit einer glatten 6. Wie kann man so schlecht spielen, bitte? Tabsoba sieht gelb. Slimani mit einer 1, das sind komische Noten. Tielemans und Turnbull, gelb für Tielemans. Es kommen viele Karten hinzu. Aber eine gute Chance jetzt hier. Ferran Torres setzt sich rechts gegen Carter Vickers durch. Flankt auf den zweiten Pfosten, Hudson-Odoi. Drückt den Ball im Bauch am Tor vorbei. Das gibt's nicht. Fast das 1:0. Konter jetzt. Olmo auf Hudson-Odoi. Kommt über links. Passt zu Tielemans. Schiebt locker ein. Oh, und Hazard schimpft über die Vorderleute. Damit muss die Note von Hudson-Odoi jetzt auch hochgehen. 1:0 Tielemans. Ah, nee. Immer noch eine 5. Das verstehe ich nicht. Hat 2 gute Aktionen hier gehabt. Finde ich nicht gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob irgendwas hakt in der Spielmechanik. Slimani macht's gut. Wir sehen 2-mal gelb. Ja, und ich würde gerne Neves bringen für Tielemans. Den ein bisschen defensiver setzen. Motivieren hat Hudson-Odoi noch ein bisschen. Schick gut. Slimani überragend. Leimer muss mehr kommen. Und von Grimaldo gerne auch noch ein bisschen mehr. Rein in Halbzeit 2. Erstmal kein Grund hier zu wechseln. Wir hatten die Chancen, auch wenn Celtic durchaus mitgespielt hat. Punktetechnisch sind wir natürlich voll im Soll. Riesenchance hier. Stark vorgetragen bis zum Strafraum. Olmo muss nur noch einschieben. Ab auf Schick. Oh, und er regt sich auf, weil er im Abseits steht. Olmo verkackt die Situation im wahrsten Sinne. Abelgard. Befreiungsschlag. Turnbull kann den Ball kurz vor der Strafraumkante annehmen. Zieht trocken ab. Chucky ist da. Oh, das geht ein bisschen einfach mit diesem Befreiungsschlag. Stunde rum. Nächste Chance. Ecke von Neves, der das überragend kann. Hudson-Odoi versucht es aus der Drehung. Schuss ist schwach. Und Hazard hat den Ball. Stadion ausverkauft. Slimani bekommt gelb. Rot wäre auch richtig gewesen. Krass. Insofern werden wir tatsächlich hier mal Frimpong bringen. Und in der Innenverteidigung Timber für Tabsoba. Lass uns die 2 Wechsel hier noch offen. Boah, was für frische Probleme. Ich verstehe nicht, dass wir die nicht mehr unter Druck setzen. 1:0 leider und nur. Olmo hat den Ball im Mittelfeld. Weit in den Strafraum nach außen. Aurier will den Ball durchlassen. Hudson-Odoi erkennt die Möglichkeit. Schnappt sich das Leder. Legt sich den nach innen vor. Macht das Ding einfach weg. Ja, da ist das 2:0. Hudson-Odoi erkämpft sich rein. Und das honoriere ich. Jetzt muss die Note auch entschieden besser werden. Eigentlich 4,0 immer noch. 2:0 ist jetzt deutlich. Hudson-Odoi verbessert sich nachhaltig. Schuss von Schick. Hazard wirft sich rein, verhindert ein sicheres Tor, Glanzparade. Er steht bei einer 2,5, ist der beste Mann hier bei den Gegnern auf dem Feld. Wir bringen Šeško für Schick und Bergwijn für Torres. Dann hätten wir es auch schon mit den Wechseln. Neves mit einer Ecke, Freistoß für Celtic. 20 Minuten sind es noch, wir sind überlegen, sieht jetzt besser aus. Oh, hässliches Foul von Hatate, gelb. Galt nur den Beinen. Auch hier hätte es rot geben können. Der Weltklasse-Schiri ist irgendwie nicht so Weltklasse heute. Viertelstunde ist noch. Eigentlich heißt es jetzt nur, das Ding über die Zeit bringen. Konterchance. Hudson-Odoi läuft alleine auf Hazard zu. Schießt Tor 3:0. Ja, das ist die Entscheidung. Und damit nehmen wir natürlich taktisch hier einiges raus. Gehen aufs Zeitspiel. Lange Bälle. Konter. Pressing raus. Und alles, was dazugehört. Hudson-Odoi richtig gesteigert hier. Über die Zeit. Ja, Spieler von Leverkusen spulen das Pensum noch runter. Haben noch eine Riesenchance über Neves. Öffnender Pass auf Leimer. Sieht in der Mitte Šeško. Komm, mach das 4:0 weg. Ah, Hazard ist nochmal da. Schade.
äußerst einseitig natürlich. Jetzt Forest für Hak Sabanovic. Das Zeitspiel von uns funktioniert auch. Molero für Abada. Leimer sucht Šeško. Trifft den Ball nicht richtig. Ja, hat den Ball aber trotzdem. Will den Ball stoppen. Scheitert mit einem Flachschuss aus 7 Metern an Conor Hazard. Und dann dürfte gleich Schluss sein. Eine Minute gibt es oben drauf. Die können wir uns schenken, lieber Schiri. Die können wir uns schenken. So ist es. Und wir gewinnen 3:0 und überwintern damit. Und das ist erstmal ein Pluspunkt in der Champions League. 3:0. Egal wie das andere Spiel ausgegangen sein wird, Chelsea gewinnt 3:0 bei Ajax. Kein Tor von Moukoko in dem Moment. Aber das 3:0 sichert uns hier das Weiterkommen. Wir gucken zum Ende dieser Folge auf die Gruppenabschlusstabellen der Champions League-Saison. Sehen, dass die Bayern raus sind, trotz 3:1 gegen Utrecht. Gehen zumindest in die Euroleague. Sevilla und Mailand setzen sich durch. Wir gucken mal, wir sind Zweiter geworden in der Gruppe, ne? Habe ich das richtig im Sinn? Ja, damit treffen wir auf potenzielle Gruppenerste. Das ist also Sevilla hier als allererstes. Juve, die sich mit einem 0:0 gegen Arsenal, boah, da vorne dann etabliert haben letzten Endes, auch wenn Porto nochmal 5:0 gegen Wolfsberg gewinnt. Ja, Juve ist ein potenzieller Gegner, Liverpool leider auch, die gehen mit 18 Punkten hier raus, 16:2 Tore, 3:0 gegen Dynamo Zagreb. Rom kommt mit nach einem 3:1 gegen Nizza. Inter Mailand ist auch ein potenzieller Gegner, Leipzig, wie spielen die? 1:1 bei Inter, boah, das wäre nochmal richtig knackig geworden. 79. rettet sich Inter hier und ist dann auch sogar noch Gruppensieger, trotz des Sieges von Atletico Madrid gegen Genk. Leipzig in der Euroleague. Unsere Gruppe habt ihr gesehen. Wer geht da eigentlich in die Ajax, klar, geht in die Euroleague runter. Gruppe F Dortmund auch Euroleague. Real Madrid verliert 1:0 gegen den BVB nochmal. Hätten sonst auch 18 Punkte gehabt. Benfica 2:0 gegen Donetsk. Wir sehen, dass Barcelona mit 18 Punkten durch ist, gegen Besiktas nochmal gewonnen. Lyon folgt Warschau in die Euroleague und dann in der, boah, hier hinten in der Gruppe, City 18 Punkte, 3:1, Dreierpark Haaland gegen Roter Stern Belgrad. St. Gallen verliert nochmal gegen Paris Saint-Germain, die mit 8 Punkten nur, in Anführungszeichen, hier durchkommen. Was eine Gruppenphase. Und dann ist es eigentlich, kommt sofort die Auslosung? Ja, dann kommt sofort die Auslosung, die wir natürlich noch mitnehmen. Wer ist unser Achtelfinalgegner? Gibt eine lange Folge. Ich bleibe jetzt hier einfach in der Auslosung mal drauf. AC Mailand ist gegen Barcelona gefragt. Wird hier nicht Erster gegen Zweiter beachtet? Ich bin gespannt. Bayern 04 Leverkusen, wir haben ein Heimspiel. Ja, doch, klar. Gegen Juventus Turin. Es ist ein schweres Los. Ja, doch, ich hatte mich vertan. Also Erster gegen Zweiter wird hier ganz klar beachtet. Hätte mich auch gewundert. Ja, dann können wir eigentlich an der Stelle vorspulen und die weiteren Paarungen uns anschauen. Lyon gegen Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Atletico, Chelsea, PSG, Inter, Rom gegen Sevilla und Benfica gegen Manchester City. Und wir sind tatsächlich der einzige deutsche Vertreter hier in diesem Achtelfinale, ne? Alle anderen sind in die Euroleague gegangen, das ist auch besonders. Das kann man unserem Vorstand dann auch einfach mal so mitteilen. Juve aber natürlich über jeden Zweifel erhaben, mit einem durchaus starken Team. Sicherlich um Kulusevski, Pogba, Danilo Bremer, Vlahovic und Co. Aber chancenlos werden wir nicht sein, insbesondere weil Toni Rüdiger ja auch dazu kommt, hier am 1.1. Wir stehen im Achtelfinale. Mal gucken, ob der Vorstand sich ein bisschen fängt. Es ist eine problematische Phase für uns. Wir brauchen die Punkte in der Liga. Wir haben es in der Champions League ganz gut gelöst. Ich freue mich, dass wir wieder mit Leverkusen weiterspielen. Ihr habt sicherlich lang drauf gewartet. Und auf die nächste Folge müsst ihr es nicht tun. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Let's Blinter. Macht's gut. Ciao, ciao.